Und damit herzlich willkommen und moin moin am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. So, heute sind wir mal ein bisschen später dran. Am Nachmittag hat es heute nicht funktioniert. So ist es auch ein vernünftiger deutscher Satz. Da ich Familienbesuch hatte und ehrlich gesagt auch ziemlich im Arsch war und das immer noch bin, weil ich von Freitag auf Samstag Firmenweihnachtsfeier hatte, die etwas länger ging. Deshalb gibt es heute auch, um die Frage direkt zu beantworten, bei mir nur leckeres Wasser, weil ich heute echt keinen Bock auf Alkohol habe. Man möge es mir verzeihen. So, jetzt aber erstmal ein ganz liebes Hallo an den Neo, den Iborg, den Emmetler, den Prüf, den Navis, Zemedes, Dadaxa, den Yin, Scharabel, Pablone, den Jojongs, den Mimir, Furzbacke, Fallenwolf, Nepal Roar, den Mickey. So, jetzt müssen wir mal gucken, den Averbock hatten wir auch noch nicht, genau, den Etienne, den Bierbauch, den Leminox, den Hastur und den Antrax. So, ich glaube, jetzt habe ich alle erwischt und natürlich auch Hallo an alle, die dabei sind und noch kein Wörtchen von sich gegeben haben. Und ja, Wasser, da haben Fische Sex drin und das tut mir auch leid, aber ja, ich würde sonst, glaube ich, echt innerhalb kürzester Zeit wieder üble Kopfschmerzen kriegen, deshalb heute mal Wasser. Ich habe noch ein bisschen was nachzuholen. So, und dann muss ich mal, während dem Vorspann war schon wieder jemand vorschnell. Aber es gibt ja das Wunder des Replays und damit vielen lieben Dank an Furzbacke für den vierten Monat in Folge Subscription. Vielen lieben Dank. Und was machen wir heute? Wir werden uns heute natürlich weiter mit der Mission to Duna beschäftigen. Da springen wir jetzt auch gleich mal hin. Wir wollen ja heute den Hover Rover aussetzen und ihn hoffentlich erfolgreich. Also wir wollen ihn auf jeden Fall und werden ihn auch anlanden auf Duna. Die Komponente mit dem erfolgreich. Naja, finden wir heute raus, wie es funktioniert, würde ich mal sagen. Sind wir hier? Ja, richtig. Sehr schön. Also, was heute passiert als nächstes ist das Einbremsen in den Duna-Orbit mit unserem, ja, ich sag's mal, Trägerschiff, das gleichzeitig ja auch das ganze Scanning vorbereitet. Ja. Und da hat mir der Antrax sehr schön das Überbrücken dieser Ladepause abgenommen. Vielen lieben Dank für deine Subscription. Und das ist auch schon, wenn ich es richtig sehe, der dritte Monat in Folge. Auch dafür Hut ab. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und ja, auch dir natürlich ganz viel Spaß weiter beim Zuschauen. So sieht das ganze Spiel hier aus. Also, wir haben momentan die große Rakete TM. Die, wenn ich das alles richtig verstehe, hauptsächlich Retrograde gehen wird. Genau, hier ist gerade eine Kerbul-Finsternis, weil, das hatten wir im Anflug auch schon, weil Ike gerade, hier das Dunkle hier drumherum ist, also da, wo ich die Maus gerade bewege, ist Ike. Ich weiß nicht, wie gut man es im Stream erkennen kann. Müsste eigentlich gehen, wenn ich mein Fenster so sehe. Genau, wirft gerade einen Schatten auf Duna. Somit ist das eine Sonnen- oder auch Kerbul-Finsternis, denn die Sonne von unserem System heißt ja offiziell Kerbul. So, jetzt muss ich mal überlegen, habe ich eigentlich in meinem Anfall von Wahnsinn daran gedacht, hier eine Antenne dran zu bauen? Lieber Emmetler, vielen lieben Dank für die Subscription auch an dich und du kannst mir gleich mal eine Frage beantworten. Siehst du hier irgendwie eine Antenne? Oh, bitte, lieber Gott, lass es nicht daran scheitern. Ich meine, ich hatte irgendwo eine Antenne drauf geklatscht. Da ist die Antenne, okay. Also ich wollte relayen scheinbar. Also entweder wollte ich relayen oder ich bin völlig wahnsinnig geworden. Okay, ja, ich habe eine 500 Kilometer Antenne. Das wird dann hoffentlich für die Zwecke, die ich so habe, reichen. X. Ja, läuft. Wenn es läuft, dann läuft's. Wir haben hier dann auch noch eine andere Antenne. Die macht dann das Relaying.
Den Ressourcenscanner als Antenne benutzen. Ich glaube, den kleinen nicht, meine ich. Nee, den nicht. Du meinst den großen, ne? Aber an dem Schiff hier habe ich eine Antenne mit entsprechender Reichweite. Also das ist zwar auch nur so medium gut, aber ausreichend. Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz den Motor an. 10 Minuten Burntime. Okay, das wird ordentlich. Also ich habe eine Antenne gefunden tatsächlich. Ja, so eine kleine Relay-Antenne. Die ist hier reingekuschelt. Da. Mehr habe ich wohl nicht mitgenommen, weil ich scheinbar gedacht habe, dass das ausreichen würde. Das kleine ist keine Relay-Antenne. Aber das hier kann, glaube ich, relayen und müsste damit eine Funkverbindung hergeben. Und das hier ist. Oh Gott, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Die Klappantenne. Schwierig. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wenn wir das Ding abkoppeln mit großer Wahrscheinlichkeit. Wenn wir dann die Kontrolle verlieren, dann haben wir ein Problem. Aber im Moment haben wir. Aber es muss gar keine Relay-Antenne sein, weil, genau, das war der Part. Hiermit kann ich das Funksignal empfangen. Und würde ich direkt relayen wollen, müsste ich eine Antenne haben. Da ich aber hier oben eine zweite Antenne habe, muss ich keine Relay-Antenne haben, weil ich kann mit dieser das Signal von Kerbin aufnehmen, um mit dieser Antenne dann Funkkontakt zum Hover-Rover zu halten. Das müsste eigentlich funktionieren. Also mit einer Relay-Antenne wäre das natürlich aus einem Guss gegangen, aber ja. Ja. Gut, wird schon irgendwie klappen. Machen wir uns dann gleich Sorgen drum. Jetzt kommen wir doch erstmal zu den wichtigen Dingen. Ich sehe auch schon Explosionen potenziell kommen, aber jetzt bremsen wir uns erstmal in die Donauwelt. Weil das Schöne ist, die Mission ist zweigeteilt. Der eine Part ist der Part, wo wir mit diesem Teil, also alles, was unterhalb dieses, also nach rechts weg jetzt, dieses Dockingports liegt, ist unser Orbiter, der definitiv, von dem wissen wir, dass er funktioniert, der fliegt ja jetzt schon. Der hat alles mit, was wir brauchen, um die Kiste zu scannen, um Ressourcenscans zu machen und so weiter und so fort. Und das hier oben ist der Skycrane mit dem Hover Rover, um den abzusetzen. Das ist der, ich sag mal, experimentelle Part, der sehr cool wäre, wenn er funktioniert, der aber für mich nicht unbedingt kritisch ist. Denn alles, was wir rausfinden müssen, um im nächsten Startfenster, das wäre in einem Jahr und 282 Tagen, eine Basis erfolgreich hier hinzubringen, kriegen wir eigentlich mit diesem Orbitalgerät raus, da wir die kompletten Ressourcenscans machen können und auch nach Biomen und so weiter scannen können. Okay, also Primärmission ist das hier. Das ist unsere Erkundung, die wir gerade machen wollen. Das hier ist Sekundärmission in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Das mit der Antenne müsste hinhauen. Wenn nicht, wird's witzig. Aber zumindest habe ich die Triebwerke so gemacht, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Also von daher. Wir gucken mal, wir gucken mal. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit auch schon runtergequatscht. Wir haben noch 9 Minuten 54 bis zum Manöver. Ich schalte jetzt mal auf manuelle Kontrolle, um auch tatsächlich das Manöver zu fliegen. Wir werden das so brennen, dass wir bei ungefähr 7 Minuten minus die Bremsung anwerfen und uns dann runterbremsen in so ein, was ist das dann? Knappen 200 Kilometer Orbit, genau. Und dann werden wir, denke ich mal, die Landeeinheit abkoppeln, damit wir unser Gerät hier im Orbit belassen können. So, genau, der Rover ist Bonus. Heute ist Tag der neuen Subscriptions. Mensch, das ist ja zweiter Advent, ist ja hier heute für mich wie Nikolaus. Etienne, vielen lieben Dank für dein Abo und auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bist ja auch schon eine ganze Zeit mit dabei. Freut mich sehr, dass du dich dafür entschieden hast, ein kleines Abo dazulassen. Dankeschön. Apropos Abos, an die beiden neu dazugekommenen Emmettler und Etienne. Ich hatte irgendwie mal eine Mail bekommen, dass jetzt im Dezember auch nochmal 20% Rabatt auf neue Abos irgendwann eine Bonusaktion startet. Ist das schon der Fall? Ubulin, 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 auch dir vielen lieben Dank für deine Subscription. So, ich würde sagen, wir sind jetzt langsam mal. Genau, der Rover wird den Eintritt überleben, aber nicht den Aufprall mit 600 Metern pro Sekunde. 20% auf das Verschenken eines Abos. Ach ja.
Und für Emmetler gab es auch 20%. So, 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 so. Na, das ist doch schön. Wenn beide Seiten was davon haben, also ihr sogar noch ein bisschen Rabatt, das ist doch auch schön. Es gibt wohl auch noch im Dezember, ich muss nachgucken, ich habe noch nicht gefunden, ob der entsprechende Code schon aktiv ist. Gibt es auch noch eine Charity-Aktion, wo Twitch spenden wird, und zwar für alle Bit-Sharings, aber Vorsicht, also ich sage es jetzt nochmal gleich am Anfang explizit, ich habe noch nicht nachgeguckt, ob die Aktion für Deutschland schon gestartet ist, deshalb jetzt nicht einfach wild aufgrund von meinen Aussagen und Vermutungen mit Bits um euch werfen, wenn ihr das auslösen wollt, weil ich weiß nicht, ob es schon aktiv ist. Das würde ich mal versuchen, nächste Woche rauszufinden. Es gibt im Dezember noch eine Aktion, wo man per Bitsharing spenden kann. Und zwar, wenn man 1000 Bits spendet, also ab 1000 Bits, legt Twitch 2 Dollar obendrauf, die an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden. Da stand auch schon welche. Ich habe es jetzt nur nicht im Kopf. Das würde ich aber alles nochmal raussuchen, wenn es wirklich losgeht. Das ist, sieht das als unbestätigt an. Deshalb, bevor nicht jemand sich einen Kopf gemacht hat, also ich dann zum Beispiel für euch, um euch das nochmal genauer zu erklären, geht erstmal davon aus, dass es nicht einfach so funktioniert. So, wir können noch einen Gravity-Scan nebenbei machen. Schadet ja nicht. Zack, zack, zack. Ach, das läuft seit 2 Tagen, sagt Master Witches. Vielen lieben Dank. Du beziehst dich auf die auf das Bits-Dingsbums, nehme ich an. So. Der Gravity Scan ist auch noch raus. Ich glaube, die Uhr kann ich mal kurz zumachen. For the sake of, man kann ein bisschen mehr sehen. Gut, so weit, so schlecht. Unsere Bremsung läuft relativ planmäßig. Wir sind ganz kurz davor, dass das hier auch in den Orbit einschwenkt. Na gut, ganz kurz ist jetzt auch ein bisschen, bisschen übertrieben. Das wird schon noch einen kurzen Moment dauern. Aber Geschwindigkeit sinkt langsam und wir kommen der Sache näher. Ah, okay. Also Master Witches bezieht sich auf die 20% und an den DGM-Flitzer natürlich auch. Vielen lieben Dank für dein Abo und auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, Fake News? Gibt es Wetten auf den Hoverrober? Ja, auf die Einschlagsgeschwindigkeit. Na, mal abwarten. Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Ich bin selber auch sehr gespannt. Ich hoffe aber, dass es nicht an der Einschlagsgeschwindigkeit hapern wird. Ich scheine heute zur Primetime zu senden. Das weiß ich nicht, Zermides. Also ich habe eigentlich nicht mehr oder weniger Zuschauer als sonst, wenn ich mal so rüber gucke. Sind wir 47 Zuschauer? Das ist eigentlich relativ normal. So um die 50 plus minus ein bisschen sind wir, glaube ich, am Nachmittag eigentlich auch immer bei Hardcore Colonization. Also ich glaube, das nimmt sich gar nicht so viel. Aber könnte natürlich die Rabattaktion sein und ihr habt alle zum Nikolaus Twitch-Gutscheine geschenkt bekommen oder ich weiß es nicht. Alles gut, ich hinterfrage das auch gar nicht und will das auch gar nicht weiter analysieren. Es ist, wie es ist und ich freue mich. So, und wo ich mich noch sehr drüber freue, ist, wenn das mit dem Hover Rover dann auch noch klappt, weil das war jetzt doch recht lange unterwegs, das gute Ding. Jetzt wäre es schön, wenn es nicht einfach bei der Landung aufschlägt und explodiert. Das wäre total super. So, mal gucken. Und ja, hier, also der Burn dauert noch ein paar Minuten. 6, um genau zu sein. Also ein Kaffee und ein Keks oder nochmal Pipi machen gehen ist jetzt ein gutes Zeitfenster für. Und Jonas, warum beschränkt? Weil ich ein entsprechendes Overlay eingeschaltet habe und damit vermeiden wollte, dass jemand sich einfach in ein Bitschritten spammäßig das Overlay zunutze macht. Ich hoffe, das kannst du verstehen. Es ist nicht die persönliche Gier. Es ist einfach nur Spam-Vermeidung. So, hoffentlich ist der Rover nicht eingefroren bei der Langreise. Was passiert mit dem Rover, wenn der Kontakt verloren geht? Na, wenn der Kontakt verloren geht, kann ich, glaube ich, zumindest noch über die Knöpfe hier arbeiten. Und der hat Landebeine, ja. Muss man dann halt mal gucken. Also, wenn der Kontakt verloren geht, ja, wird spannend auf jeden Fall, wenn das passiert. So. Noch 86 Meter, aber wir müssten jetzt den Orbit jeden Moment kriegen. Also unsere Orbitgeschwindigkeit bei Duna liegt, glaube ich, irgendwo bei 600 und ein bisschen. Auch wenn wir relativ hoch sind.
Naja, müsste jetzt jeden Moment rumklappen. Na gut, wir sind relativ hoch. Wahrscheinlich gehen wir auf 500 runter, bevor er tatsächlich sagt, das ist jetzt kein, also das ist jetzt ein echter Orbit und kein Vorbeiflug mehr. So, was ist hier los? Wir haben schon wieder irgendwo ein neues Biom, klar, mit dem Gravity Scan abgegrast. Dunas Poles sind das im Moment. Ich starte ganz bewusst im Moment noch nicht die Scanner, weil ich möchte gerne, wenn wir in den Orbit eingetreten sind, nochmal nachgucken, ob es dann die Missionen gibt. Für den Ressourcenscan eventuell und für den, wie auch immer das heißt hier, Altimetry-Gedöns-Biom-Scan. Genau, und das ist gerade eine Finsternis, kann man das ein bisschen sehen? Jetzt von hier aus nicht mehr so gut. Auch im Map-Mode müsste man es noch sehen können. Da ist die Finsternis noch zu erkennen. Also wir haben gerade eine Sonnenfinsternis, die über den Planeten wandert. Hast du auf der Rückseite Kontakt zu Kerbin? Nee, habe ich nicht, aber der Burn wird auch irgendwie hier oben Schluss sein. Also ihr seht ja, wohin mein Kontakt geht. Nach da hinten raus. Das heißt, ich werde irgendwo hier so auf der Höhe dann den Kontakt verlieren. Aber ich werde auch vorher fertig sein. Also wir haben jetzt noch 18 Sekunden bis hierhin. 3 Minuten ist dann wahrscheinlich irgendwo, ja, hier oben irgendwo. Das ist alles noch völlig im grünen Bereich. Kommen wir sauber durch. Den Hi-Res-Scanner, genau. Sieht wie ein Auge aus, ja, das stimmt. Wie ein sehr scary Auge, ehrlich gesagt. Mit roten. Da wo es weiß sein sollte, ist es leider rot. So. Bald, soonisch, Orbit. Ich warte schon echt lange drauf, aber wird schon noch kommen. Hoffe ich. So, und wir bleiben mit dem Teil natürlich auch, wie gesagt, auf dem hohen Orbit. Hat auch den Grund, dass wenn ich nachher die Landung mache, also ich werde aus dem gleichen, aus der gleichen Inklination, also ich werde mich einfach ein bisschen runterschieben mit dem Skycrane dann, die Landung ansetzen. Und, ja, der hohe Orbit sorgt dann natürlich dafür, dass ich hoffentlich eine relativ lange Funkabdeckung habe, während das Teil rüberfliegt. Das ist zumindest meine Spekulation, damit ich das mit der Landung dann auch tatsächlich sauber hinbekomme. Ja, so viel zum Thema, was ich geplant habe. Schauen wir mal, was funktioniert. So, jetzt haben wir einen Orbit draus gemacht. Endlich. Lang genug gedauert. So. Ein bisschen gucken. Unsere Peri ist ein bisschen zu tief geraten. Ist aber nicht ganz so wild. Wird das von der Durchführung her wie eine Ares-Mission? Zermedis, definiere genauer. Es gibt ja verschiedenste Varianten, wie eine Ares-Mission hätte aussehen sollen. Beziehst du dich auf die Marsianer-artige oder welche Art von Ares-Mission meinst du? Achso, warum gucke ich auch hier hin? Wir 900 irgendein bisschen für den Orbit. Alles wird gut. Alles wird gut. So, wir haben noch ein bisschen zu brennen. Temperaturmäßig sieht's okay aus. Sehr schön. So, Cooling Panel ist aktiv, sehr gut. Das heißt, wir können dann auch gleich den Reaktor hochfahren. Vorauslieferung, Transferschiff und das alles. Nee, ich denke, das werde ich nicht machen, weil wir dann zu viele Transferfenster brauchen. Mal gucken, wie es nachher wird. Aber mein Plan wäre eigentlich im nächsten Transferfenster eine Basis, also eine Raumstation rüber zu schicken in ihren Einzelteilen, um die zusammenzubauen mit einem kleinen Landeschiff, was schon mal Landing Sites erkunden kann, um dann im darauffolgenden Transferfenster die Bodencrew zu holen. Das wäre so mein Plan TM. So, ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal wahrscheinlich abbrechen. Obwohl es eigentlich gar nicht schlecht ist. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen am Manöver vorbei, was ich eigentlich haben wollte. Aber wenn ich die Periapsis eh runterbringe, dann ist es halt so. Und dann kann ich den Skycrane eventuell an einem relativ tiefen Punkt absetzen.
Frage ist, wie weit wir gehen, aber eigentlich könnte ich schon mal gucken, dass ich ihn so relativ nah an die Atmosphäre bringe. So. Gut. Müssen wir mal gucken, ob das mit dem Decouple überhaupt funktioniert. Was wir jetzt aber auf jeden Fall mal machen können, ist hier den Reaktor schon mal starten. Gut. Soweit, so schlecht. Der fährt hoch. Und wir haben auf unserer lustigen Reise den Entered Orbit of Duna abgeschlossen und natürlich durch unsere Spezialisierung auf Duna unbemannte Mission einen dicken Bonus bekommen. Und das bringt uns kohletechnisch natürlich nochmal einen Schritt weiter. So, jetzt gehen wir einmal kurz ins Space Center zurück, um zu gucken, was es an Verträgen gibt, die wir auf Duna erledigen können. Also ob es was Neues gibt, nachdem wir den Orbit jetzt geschafft haben. Das wäre einfach so diese Abstaubermentalität, da noch was mitzunehmen, wenn wir schon mal da sind. Weil nach Ressourcenscannen und die ganzen Biomscannen und so weiter, die werde ich so oder so machen. Ach, Launched Duna Space Station. Na, das kommt mir ja auch sehr entgegen. Da war er auch wieder weg. Science Data vom Space Around Duna. Launched Duna Space Station. Okay, bleib einfach da. Zack. Habe ich ihn aktiv gekriegt? Yes. Cool. Sehr schön. Das muss man dann alles mal durchgucken. Das will ich nämlich eh machen. Und der scheint auch keinen Timeout zu haben. Science Data from Space Around the Moon. Warum habe ich die noch nicht erledigt? Das müsste ich mal schnell machen. Dann könnte ich nämlich noch Science Data from Space Around Kerbin nehmen. Oder ich gucke jetzt tatsächlich mal, ob ich langsam mal das Upgrade mache. Ja, komm, die 282.000 machen wir jetzt einfach. Zack. So, Science Data from Space Around Duna. Check. High Resolution Scan auf Duna. High Resolution haben wir mit, ne? Ja. Check. Orbital Survey. Low Orbit, da müsste ich erstmal gucken, ob ich das alles habe. Was? Warum haben wir 8 Verträge, obwohl wir nur was? Ach so, der 8., der eben noch da war, ist Duna Probes. Duna Probes wird als Vertrag angezeigt, ist aber die aktivierte Strategie, was ich erledigen muss, um die Strategie abzuhaken von Strategia. Ist also kein echter Vertrag. Deshalb hatte ich 8. Also nur, falls sich jemand fragt, ob ich hier heimlich cheate. Nein, das tue ich natürlich nicht. So, ich lasse es erstmal dabei, das mit dem Orbital-Dingsbums müssen wir nochmal gucken. So, jetzt können wir mal ganz, ganz kurz. Also wir springen jetzt gleich wieder zurück zu Duna. Ich mache nur einen ganz kurzen Schritt zur Moon Space Station, um da einmal Science-Daten abzusenden. Die uns dann einen Vertrag direkt mal erledigen. Und dann geht es direkt wieder weiter in Richtung Duna, um uns dort zu verlustieren und den Hover Rover in Position zu bringen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ich bin sehr gespannt. So. Auf ins Leckfest. Worst Space Station ever. Okay. Gut, passt. Oh, Orbital Teleskop. Das könnte man doch mal direkt nach Hause schicken. Zack. Und. Na, den habe ich nicht mehr neu gekriegt. Na gut. So, okay. 40.000 erledigt. Euch geht's auch noch gut hier, oder? Ja. Alle sind richtig glücklich. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt. Ich mach's über Space Center, das geht schneller. So. Also, zurück nach Duna. Wir haben einmal noch eine Mission, auch Science Data from Space Around Duna abzugreifen. Das machen wir auch direkt. Dann ist der Slot nämlich auch wieder frei. Auch wenn ich jetzt Unlimited Slots habe, ist ja gut, jeden Vertrag, den wir abschließen können, ist Kohle auf dem Konto.
Und natürlich auch noch ein kleines bisschen Reputation und ähnlicher Schnickschnack. Das ist echt mal an eine Power-Erweiterung für die Moonstation denken. Nee, Zermelis, ich denke ehrlich gesagt an eine Evakuierung der Moon Space Station. Da, bis auf 3 Leute sind auch schon alle raus. Die wird jetzt stillgelegt, damit wir uns auf Minmus als Deep Space Gateway konzentrieren können und uns vor allen Dingen auf die anstehende Kolonisation von Duna konzentrieren können, weil wir da relativ viel Personal hinverlegen müssen und ich nicht die ganze Zeit Versorgungsmissionen zu irgendwelchen Stationen fliegen will. Deshalb haben wir ja letztes Mal die Moon Base, also die unten auf dem Mond stand, evakuiert. Und ein Großteil der Leute von der Moon Space Station auch schon abgezogen. Da müssen wir noch einmal irgendwann vorbeifliegen mit dem Shuttle oder so wahrscheinlich. Und den Rest holen. Aber dann sind wir auch soweit. Okay, ich probiere jetzt mal was. Nämlich gucken, ob ich es tatsächlich schaffe, das Ding zu steuern. Also, ich prüfe mal, dass die Antenne auch aktiv ist. Das sieht gut aus. So. Dann machen wir mal alles, was nötig wäre. Also Strom aus, Extend Engines, Activate Engine. So, Reaktor ist aktiv und läuft viel zu heiß, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, das sind 750.000, richtig? Das heißt, er läuft noch viel zu niedrig. Verstehe ich das jetzt richtig? Core destroyed. Complete Meltdown. Das ist nicht gut. Warum hat es denn den Reaktor zerlegt? Scheiße. Das macht es dann natürlich schwierig für unseren lustigen kleinen Hover Rover irgendwo anzulanden. Wieso ist der Kern durchgegangen? Eigentlich war es so berechnet, dass das Ding hier genug Kühlfläche hat dafür. Aber aus irgendeinem Grund. Er ist nicht zu weit weg, er ist eigentlich direct attached an den Radiator. Der Radiator ist direkt an den Reaktor attached. Da ist irgendwas weggebuckt wahrscheinlich, aber der Kern hat sich verabschiedet. Gut, das hält uns jetzt natürlich trotzdem nicht auf, zu probieren, aus der ganzen Geschichte irgendwie noch was Gutes zu ziehen. Nämlich eine Duna-Landung zumindest. Der Radiator ist für die Atmosphäre. Wenn die echt für die Atmosphäre sind, dann hätte man das vielleicht mal irgendwie neuerdings ranschreiben sollen. Sehr ärgerlich. Gut, wir probieren trotzdem dann mal noch die Landung anzutriggern, damit ich wenigstens die Science-Geschichten bekomme. Ich hoffe, da ist jetzt natürlich genug. Ah, mal gucken. Ich hoffe, da ist genug. Ich habe über die Dinger die Möglichkeit, ein bisschen aufzuladen und ich habe Batterie, die relativ voll ist und die relativ viel Tank hat. Okay. Die Dinger sind auch voll. Mal gucken. Was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Gut, das haben wir. So, Manöver aus. Ach so. Control Mode locked. Alles klar. Das macht Sinn, weil ich noch keine Relay-Möglichkeit habe. Sobald ich diese Antenne ausfahre, müsste das aber funktionieren. So. Auch nicht. Das macht es natürlich doppelt blöd. Das heißt, ich kann ihn jetzt auch nicht direkt kontrollieren, sondern nur über den Blödsinn hier. Kann ich Schub geben? Auch nur Vollschub, alles klar.
reichlich Kacke. Na gut, also ich würde sagen, der Hover Rover hat ein paar Probleme aufgezeigt, die wir da so haben. Okay, aber wir haben die Möglichkeit, über den Kram da zu steuern. Und wir können jetzt erstmal gucken. Wir gehen knapp rein. Ja, da sagst du was, Windsailer. Immer beobachten. Düdüm. Hat schon mal nur so medium gut funktioniert. Na gut, dann werden wir jetzt mal gucken, wie viel wir da noch rausholen können aus der Landung, bevor sich der Duna Rover wohl oder übel von uns verabschieden muss. Das können wir jetzt erstmal kurz ausmachen. So, der Strom hält schon mal relativ lange. Das ist gut. Das heißt, wenn das Fuel, das wir haben, müsste eigentlich ausreichen, um eine komplette Landung zu fliegen und vielleicht sogar nochmal abzuheben. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist, ich kann nicht so besonders viele Einstellungen machen, außer so spannende Dinge wie Retrograde. Kann ich wenigstens umstellen? Ja. Okay. Und ich kann auch nur Vollschub gehen. Kann ich. Gott sei Dank, ich kann das da bedienen. Naja, immerhin was, ne? So. Schade, dass er nicht relayed. Schade, schade. So. Gut, also. Kein Manöver, kein gar nichts. Ich habe ein paar Infos von. Ein paar Infos von Kerbal Engineer. Und damit muss ich jetzt wohl oder übel zurechtkommen. Wir resetten das hier mal auf normal, damit wir ein bisschen besser sehen, wann wirklich die Tagseite kommt. Ich gehe noch ein bisschen rüber. Nee, ich bremse jetzt erstmal ein bisschen. So. Sehr schön. So, damit müssten wir eigentlich einen Eintritt in die Atmosphäre wieder provozieren, relativ bald. Und ich würde gerne irgendwo hinter den Polen landen. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Mit ein bisschen Glück kann ich die Dinger dann später entladen. Ich weiß nicht, ob er mich das machen lässt ohne eine Funkverbindung. Mit ein bisschen Glück zumindest. Wir probieren jetzt einfach mal, wie viel wir da rausholen können. Schade, dass es den Kern zerlegt hat. Echt schade. Aber er kühlt auch langsam wieder ab. So. Zack, 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 zack. Kannst du auch die Warnlampe bedienen? Die verbraucht aber zusätzlichen Strom. Ich bin jetzt gerade im, wenn es nicht unbedingt an sein muss, würde ich es jetzt auch mal auslassen, Modus. So, wir kommen jetzt auf die Atmosphäre. Sehr schön. Und das kurz hinter dem Pol. Okay, also. Retrograde sieht gut aus. 2500 Delta V. Ich würde jetzt gleich ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, damit wir einfach sauber runterkommen. Und würde versuchen, eine Landung tatsächlich hart am Rand des Pols zu provozieren, mit der Idee, dass wir das eine Biom abgreifen können und eventuell es nochmal hinbekommen, einen neuen Start zu machen, der mich dann aus dem Polgebiet rausbringt. Weil dann hätte ich schon mal zwei Biome von Duna Probes erledigt. Das wäre so der Plan dahinter. Aus. So. Ich denke, wenn wir grob auf dem Weißen sind, müsste das gelten. So. Winterfell? Was heißt hier Winterfell? Noch ist hier nichts gefailt. Ich habe einen Reaktor kaputt gemacht. Aber wenn wir hier wegen jeder Schraube, die irgendwo abbricht, einen Fail draus machen, das ist ja auch völlig drüber.
So, Surface Retro. Du. Gut, also wir landen jetzt erstmal mit dem Ding an den Polen. Atmospheric Flight haben wir auch noch abgegriffen. Also kohlemäßig sieht es echt gut aus. Wir haken gerade so die einzelnen Achievements ab, die man so kriegen kann. Auf Duna. Auch wenn ich mir das insgesamt alles ein bisschen anders vorgestellt hatte. Probieren wir jetzt einfach mal das Beste noch rauszuholen. Und werden, sobald das Ding, also wenn ich es gelandet bekomme, fangen wir mal an der Stelle an. Dinge, von denen ich glaube, dass sie vielleicht funktionieren könnten. Wenn ich es gelandet bekomme, dann würde ich als nächstes oben den Biomscanner anwerfen, damit ich einen Überblick bekomme, wie ich am effizientesten vielleicht wahrscheinlich irgendwie von hier aus zu anderen Biomen fliegen könnte. Ich werde halt nicht viele Möglichkeiten haben, sondern nur so komische, ich folge dem Orbit-Prograde-Marker-Ding. Dann schauen wir mal. Der Kern ist komplett durch, also da brauchen wir uns keinen Illusionen mehr hingeben. Der wird sich auch nicht wieder von alleine erholen oder so. Der ist Core Destroyed, ist eine relativ au deutliche Aussage. So. Ich versuche nah am Suicide Burn zu arbeiten, damit wir so spriteffizient wie möglich unseren Absturz zu Ende bringen. Gucken wir mal. Wir müssten langsam genug sein, dass die ganzen Hitzeeffekte keinen Stress darstellen. Strom haben wir dann, wie gesagt, nachher auch noch ein bisschen übrig und wir sollten ja die Batterien eigentlich mit jeder Zündung auch erstmal wieder aufladen. Nee, Hibernation ist off. So. Und wir. Ah, bisschen haben wir noch, bisschen haben wir noch, bisschen haben wir noch, bisschen haben wir noch. Und los geht's. So, ich hoffe, das haut hin. Sieht aber gut aus. Okay, jetzt wird es natürlich beschissen, die Stelle zu timen mit Vollgas und nicht Vollgas eine Landung zu machen, die eine Geschwindigkeit hat, die nicht die Beinchen abreißt und uns gleichzeitig nicht zum Flippen bringt. Verlass mich jetzt auf den Suicide Burn Anzeiger. Und hoffe, dass das hinhaut. Okay. Sieht nicht so schlecht aus. Gott. Das wird jetzt echt Feingefühl. Okay. Wir stehen. Gut, wichtiger Part der Mission schon mal erledigt. Was ist das, was das für eine Mod, das beim Triebwerk so raucht? Oh Gott, frag mich nicht. Ist irgendwo in dem Modpack drin? Irgendwas macht es. Ich habe gerade den Namen verdrängt. Okay, also, wir haben eine Landung auf Duna schon mal hinbekommen. Gut. So. Das war ja schon mal Part 1 der ganzen Geschichte. Jetzt würde ich mal sagen, dass wir uns hier jetzt erstmal nochmal alles durchgucken. Also, das Ding ist durch. Braucht man nicht drüber diskutieren. Wird auch nicht mehr zurückkommen. Der kühlt langsam ab.
Leider hat er hier irgendwie nicht sich in die Lage versetzt gesehen, den Reaktor zu kühlen. Ich habe keinen Schimmer, warum, aber er war halt so. So. Wir können jetzt hier einiges an Experimenten auf jeden Fall schon mal machen, die wir alle, Kacke, fällt mir auch gerade auf, die wir alle nicht raussenden können, weil irgendwie funktioniert das mit der Funkverbindung nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber, theoretisch gibt es doch hier irgendwo die Mission. Zack, zack, zack. Also, Land Probes in three different biomes on Duna. Also, ich habe Poles geschafft und jetzt kommt der spannende Part. Ich würde jetzt nämlich unsere Sonde, die wir oben haben, mit dem Biomscanner benutzen, um uns die ganze Geschichte anzuschauen, wie das aussieht auf dem Weg Richtung Osten, um weitere Biome anzuspringen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und wir können hier auch schon mal gucken, was es alles gibt. Also wir haben auch schon die ersten Ressourcenscans. Ja, oder man nimmt einfach eine Relay-Antenne mit beim nächsten Dings. Jetzt gucken wir aber erstmal. Verdammte Axt, das ärgert mich echt, dass ich auf die Nummer reingefallen bin. Das ärgert mich tatsächlich. Gut, aber wir haben erstmal unsere erste von den drei geforderten Landungen erledigt. Und können jetzt mal. Mit dem hier gucken, was für Möglichkeiten wir haben, an Duna zu arbeiten. Wir müssen eh unseren Orbit jetzt mal wieder gerade ziehen mit der Hauptprobe, damit wir sauber scannen können. Direct Connection. Bounce Signal to Relay, Full Probe Control. Okay, das ist alles soweit ganz schön. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass das mit dem Relay alles nicht so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Das ist nicht so schön gelaufen, wie gedacht. Aber hey. Gut, wir machen hier erstmal Manöver, um uns wieder auf die gewünschte Höhe von 200 Kilometer hochzuschieben. Das sollte nicht allzu aufwendig sein. Schwupp. Sehr schön. Und dann müssten wir eigentlich, naja, nicht ganz. Nee, da hinten werden wir keinen Empfang haben, aber vielleicht kurz danach. Wir können mal unsere Periapsis ein bisschen unterschieben. So. Da unten müssten wir nämlich Empfang haben. Dann schieben wir sie da unten auf 200 Kilometer hoch. Dann können wir nachher auch noch die Apoapsis korrigieren. Ah, und lass uns ruhig auf 200 bleiben. Auf 200 haben wir nämlich mit einer 500 Kilometer Reichweite Antenne potenziell eine relativ lange Kontrollphase. Auch wenn Duna sich mal hier und hier rumdreht. Kacke, dass das mit dem Relay aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Oder kennt jemand noch irgendwie einen Trick, wie ich der Probe sagen kann, relay mal bitte Sachen? Weil eigentlich habe ich ja alles. Extended. Aber ich dachte, dass man eine Relay auch ohne Relay an. Ja, jetzt wo ich selber sage, merke ich, wie dumm es klingt. Gut, wir starten den SIR-Scan, also den High-Resolution-Scan schon mal. Den Biom-Scan spare ich mir jetzt gerade noch mit Absicht erstmal, weil ich hoffe, dass aufbauend auf den Biom-Scan dann von irgendeinem netten Menschen noch. Ach so, wir könnten noch Space Low Dingsbums. Na gut, Temperature-Scan. Sende das mal raus. Das müsste uns nämlich eigentlich Science geben, richtig? Das habe ich nämlich noch nicht gemacht, weil ich wieder rumgespielt habe. Zack. Genau, das erledigt nämlich einfach nur die Mission. Schwupp. Schwupp. So. Meine Periapsis ist noch hier. Dann lasst uns doch. Ach, lasst uns doch Folgendes tun. Lasst uns die Periapsis erstmal einfach nur in einen funkabgedeckten Bereich verschieben. So.
Wir haben ja ein bisschen Puffer. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So. Also, jetzt holen wir uns erstmal die Forschungspunkte auf Low over den Polen.